Eisig pfeift der Wind über die Weide im Hartbecker Forst. Kein Problem für die Wagyus, sie leben das ganze Jahr über draußen. 2014 wurde auf dem Hof von Katharina Bader und ihrem Mann Thomas das erste Tier dieser japanischen Rinderrasse geboren. 30 Tiere zählt die Herde heute und vor ein paar Tagen kam ein weiteres dazu, dieser kleine Stier. Aber wie beginnt man eine Zucht mit der edelsten Rinderrasse der Welt, deren Ausfuhr aus Japan verboten ist und von denen lediglich in den 70er und 90er Jahren einige Tiere nach Amerika und Australien exportiert wurden? Wir haben dann an der Landwirtschaftlichen Forschungsanstalt in Grub in Bayern haben wir bayerisches Fleckvieh gekauft und haben dann Embryonen, die wir aus Australien eingeführt haben, sind dann letztendlich nach 12 Monaten hier am Hof die ersten Kälbchen geboren worden. Landwirtschaftliche Erfahrung hatten die Baders vorher keine. Aber sie hatten ein Ziel, wollten den Hof, auf dem sie leben, wieder mit Tieren beleben. Fachliche Unterstützung bekamen sie von Freunden und Verwandten. Und dass es ausgerechnet Wagyu-Rinder wurden, reiner Zufall. Auf ihrer Hochzeitsreise hatten sie zum ersten Mal das Fleisch gegessen und machten bald darauf eine Recherchereise nach Japan. Die meisten Japaner halten das auch zumindest die berühmten Züchter ein bisschen geheim, alles was sie machen und wie sie mästen und diese Geschichte, die man oft hört, dass sie ja massiert werden, ob das stimmt oder nicht stimmt. Also unser Tourguide, den wir mal hatten in Japan, die hat gesagt, dass es stimmt nicht. Die Baders gehen seitdem ihren eigenen Weg. Auf ihrem Biohof leben die Tiere von der Geburt bis zur Schlachtung. Die erfolgt im eigenen Schlachthaus. Und auch bei der Verwertung ist ihnen Nachhaltigkeit wichtig. Wir arbeiten mit Partnern aus der Gastronomie zusammen und Metzgereien. Allerdings achten wir darauf, dass die das Rind ganz verwerten. Sprich Nose to Tail, von der Nase bis zum Ochsenschwanz. Das Fleisch von Wagyus gilt als das edelste Rindfleisch der Welt. Das liegt an seiner Fettverteilung. Wenn dieses Fleisch so marmoriert ist durch das Fett und man tut das raus oder brät das, dann wird das von innen gebuttert quasi. Übrigens, dass die Wagyus auch im Winter grasen können, auch dafür haben sich die Baders etwas einfallen lassen. Im Wechsel mit den Rindern lebt Dammwild auf den Weiden. Während die schweren Rinder die Grasfläche zertreten, sorgt das leichtfüßige Wild dafür, dass sich der Boden wieder erholen kann. So bleibt alles im Kreislauf.